Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Wir spielen Sammeln auf Batman. Und ja, das war's. Wir spielen Sammeln auf Batman und danach machen wir, glaube ich, Überleben. Nicht Apokalypse. Nicht Apokalypse. Okay, da haben wir Flasche, Buch, Koffer, okay. Hier hinten ist Essen. Es laggt ein wenig, weil ich halt nebenbei gerade noch render. Kacke, ich kann das Dings nicht mitnehmen. Hä? Ich habe aus dem Spiel geklickt. Was? Wieso klicke ich denn die ganze Zeit aus dem Spiel? Es macht keinen Sinn. Zack, weg. Es macht keinen Sinn. Leute, ich klicke aus dem Spiel, Moment. Danke, endlich. Ich weiß nicht, warum ich gerade die ganze Zeit aus dem Spiel geklickt habe, aber egal. Wir müssen ja eh nur ein bisschen Sachen sammeln. Ist ja egal eigentlich, wie viel wir sammeln. Ist ja auch egal, ob wir dann überleben oder so, also was wir alles gesammelt haben. Wir müssen ja nur Sachen sammeln. Noch ein bisschen essen. Zack. Noch die Axt. Trinken. Oh Gott, ich war knapp gerade dran, ey. Das war knapp. Das war sehr knapp. Dass ich gerade die ganze Zeit aus dem Spiel geklickt habe, weil ich weiß nicht, wie das kam. Einfach so. Einfach aus dem Spiel geklickt. Ganz gemein. Voll gemein. Ja, es lädt halt gerade noch ein bisschen länger jetzt. Heute. Bei 60 Seconds. Ja, wir haben wenig Wasser, also wir dürfen eigentlich nicht überleben, aber okay. In Sicherheit. Vorerst. Okay, gut. Dann hätten wir das geschafft. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt Überleben dran. Und ich hoffe, wir kriegen ganz gute Items. Am besten wäre halt, wenn wir das Achievement, wer ist es? Danger Zone? Nee. Fuck, ich weiß nicht, wie das Achievement heißt. Wo wir alles kaputt machen müssen halt. Oh, das ist ein scheiß Start. Oh, es ist ein scheiß Start. Obwohl, gut, was? Ah, okay. Timmy ist leider nicht dabei. Timmy haben wir leider nicht bekommen. Schade. Schade. Wir versuchen wieder Mary Jane mutieren zu lassen. Das wäre sehr, sehr gut. Wir machen keine Expedition. Wir haben auch kein Radio leider. Okay. Wir haben gut essen und gut trinken. Das ist alles okay. Alles okay. Tintin. Gasmaske fehlt uns halt auch, ne? Scheiße. Deswegen kann ich ja keinen auf eine Expedition schicken. Das ist halt ein bisschen doof. Aber deswegen müssen wir hoffen, dass das Event kommt, dass wir Mary Jane halt... Nö. Obwohl, Timmy ist gar nicht dabei. Das heißt, eigentlich bringt es nichts, irgendwie verrückt zu machen, ne? Dolores' Verstand ist fragwürdig. Okay. Ein Erdbeer. Ja, genau dieses Event brauche ich. Oh Mann. Genau dieses Event brauche ich, damit diese drei Sachen kaputt gehen. Also Radio, Taschenlampe und... Ne? Gasmaske. Genau. Wir können nichts machen, wir haben halt gar nichts. Gar nichts! Komm schon, das Event, dass irgendwer... Ah, das ist diese grüne Pfütze da auftaucht. Das wäre gerade so geil. Wir gucken in den Lederkoffer. Wir machen es einfach mal. Es war auf jeden Fall nicht schlecht, wie es auch Dolores krank geworden. Scheiße. Okay.
Wir saven sie aber noch nicht. Würde ich jetzt mal meinen. Wir müssen ja nur hoffen, dass Ted übersteht, ne? Wir müssen ja nur hoffen, dass Ted übersteht. Wir haben auch Munition, fällt mir gerade auf. Liegt da in der Ecke. Hinter Dolores liegt die. Liegt die nicht sonst weiter links? Ha, ich weiß es nicht. Spray fehlt uns auch, okay. Nein, 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 nein. Essen und Wasser, genau. Okay. Oh Mann. Ja, nichts, wir können nichts machen. Gar nichts. Gesundheit, übrigens. Wer auch immer davon euch genießt hat gerade. Tieraugen in der Dunkelheit, lassen wir in Ruhe. Wir nutzen die Waffe dafür nicht. Wir müssen die Waffe zwar auch kaputt kriegen. Aber egal. Und wir saven jetzt einfach mal. Wir saven Dolores. Wir machen es. Wir machen's. Ah. Yummy. Ist Dolores noch verrückt? Kann wohl geheilen. Hat sie ausgeholt. Okay. Das Telefon klingelt. Das sind die Zwillinge. Okay, das müssen wir machen. Wir haben eine Chance, durch sie gesaved zu werden. Wir können ihnen halt die Axt geben. Die Karte. Medikit wäre halt noch ganz gut. Das war doch das, ne? Genau, Verbindung Riss wieder. Noch ein Lederkoffer. Wir versuchen es nochmal. Das sind jetzt zwei Lederkoffer. Einer ist positiv, einer ist negativ. Oder auch nicht. Doch eine Flasche Wasser, wow. Ich bräuchte aber eher Essen, muss ich sagen. Essen wäre halt echt geil. Spinnen. Obwohl, nein, dadurch mutiert Mary Jane nicht, ne? Aber es geht uns gut. Oh, ich muss gleich wen rausschicken. Ich muss Dolores jetzt rausschicken. Ich schicke sie jetzt raus. Geht nicht. Ha, toll. Mann! Wir haben halt kein Essen, das ist das Problem. Können wir eine... Weiß ich nicht, was würde ich denn traden? Lederkoffer gegen Essen oder so. Das wäre ganz geil. Ach komm, Dolores. Dein Ernst. Kannst aber auch gleich mal rausgehen und neues Essen holen, ey. Aber Leute, das sieht nicht gut aus heute. Dafür haben wir aber auch echt scheiß Sachen bekommen. Also wenig Essen hatten wir. Wenig Essen. Timmy war nicht da. Das wäre natürlich auch noch ganz geil gewesen. Mö, die Kakerlaken können wir, ich sag mal, zerstören. Mit dem Buch. Obwohl das halt einfach gar nichts bringt, ne? Wir haben kein Essen mehr. Wir können aber auch niemanden rausschicken. Ah, scheiße, Mann. Warum hast du das Essen gegessen, Dolores, Alter? Das kann nicht wahr sein. Das Problem ist, wir haben halt auch... Okay, Ted ist auch verrückt geworden, okay. Das Problem ist, wir haben kein Essen und wir können niemanden rausschicken, weil alle erschöpft sind. Er kratzt an der Tür und zuerst klingt wie eine Ratte, ihr fluchtes Ding fressen. Wir nutzen die Waffe. In der Hoffnung, dass wir den nächsten Radio und eine Gasmaske und eine Taschenlampe bekommen. Es wäre recht nett, würde ich jetzt mal meinen. Oh, wir starten den Run neu, Leute. Es bringt nichts. Wir haben kein Essen, wir sind gleich eh tot. Wir sind bald eh tot. Starte den Run neu. Es bringt nichts, jetzt weiterzumachen. Es ist verschwendete Zeit. Verschwendete Zeit. Neues Spiel. Klassisch. Überleben. Auf fetter Mann. Hoffen wir, dass jetzt was Gutes da ist. Das wäre sehr gut. Ha, wer hätte es gedacht. Nee, machen wir auch nicht.
Kein Medikit. Nur Mary Jane und Ted. Drei Leute will ich ja gern haben. Drei Leute würde ich halt echt schon ganz gern haben. Und Medikit ist auch hundertprozentig wichtig. Ohne Medikit spiele ich nicht. Ohne Medikit ist es sinnlos. Ist einfach so. Komm, jetzt aber. Okay, wir haben eine Gasmaske. Gasmaske kann uns dann auch eigentlich auch retten, ja. Wir haben die drei. Wir haben eine Waffe. Uns fehlt die Karte und das Minikit und die Taschenlampe. Wäre ganz gut, aber okay. Wir versuchen's. Den Run versuchen wir, Leute. Wir haben die Gasmaske, das heißt, wir können Leute auf Erkundungen schicken. Die dann, Karte oder so mitbringen könnten. Und das machen wir auch instant. Schicken wir ihn raus. Nach dem Radio wird das Militär versorgen. Es geht aus der Luft. Okay. Ich hoffe, die Gasmaske ist jetzt nicht kaputt. Dein Ernst? Okay, wir schicken niemanden raus. Was ist das? Das ist kein... Nee, nicht dein Ernte. Mann, das ist echt scheiße gerade. Ohne Gasmaske können wir nicht rausgehen. Wir hoffen einfach, dass gleich irgendwie Mary Jane mutieren kann. Wodurch sie dann halt immer rausgehen kann. Etc. Grün Pyjamas. Sie nehmen von den Reichen und geben den Armen. Ich weiß nicht, ob wir reich oder arm sind. Obwohl wir haben viel Essen eigentlich. Eigentlich sind wir noch reich. Ja, doch. Was? Wow. Ich hab kein Essen an die Leute gegeben. Damn. Ich bin dumm. Okay. Das ist ein Part voller Fehler, Alter. Oh. Kann ich den Part jedenfalls fehlerhafter Part nennen oder so? Keine Ahnung. Oder Haufen Fehler oder... Weiß ich nicht. Irgendwie so. Irgendwas mit Fehlern. Och, nee. Nee, wir hatten zwar eine Gasmaske, aber kein Medikit und ein Radio fehlt uns auch. Radio ist halt auch wichtig, sonst können wir nicht wirklich gerettet werden. Radio ist sehr wichtig und gerettet werden will ich ja. Das ist ja eigentlich mein Hauptziel. Die anderen Achievements müssen wir halt auf andere Wege mal machen irgendwann. Halt über Apokalypse, wo wir auch Sachen einsammeln können und dann die Sachen mitnehmen können, die wir brauchen. Das ist schön. Wir haben kein Radio, Mann! Wir haben Medikit. Wir haben Essen. Oh, ich starte neu. Das ist so, nee. Es tut mir leid, Leute, dass ich hier die ganze Zeit neu starte. Es tut mir echt leid. Aber ich will ja überleben und mit den Sachen kann ich nicht überleben, die wir hier bekommen. Mann, das ist nicht gut. Jans und Janisch gut. Wir haben wieder kein Radio. Was ist das? Mensch. Ich nenne den Part einfach nur Fehler oder so. Einfach nur Fehler. Das klingt, glaube ich, gut. Parts, die in einem Wort beschrieben werden können. Das ist super. Sowas mag ich. Das ist nett. Das sind nette Items. Für zwei Leute sind 4 Dosen Suppe und 4 Flaschen Wasser gut. Nett. Sehr, sehr nett. Ja, das versuchen wir. Wir haben das Medikit, wir haben eine Gasmaske, Radio, Karte. Uns fehlt nur die Waffe, dann könnten wir das Achievement holen. Das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Mary Jane und Timmy?
Timmy! Hey, aber er ist verrückt, egal. Timmy ist zurückgekehrt, das ist schön, das ist echt schön. Sind wir drei Leute, das ist aber ein bisschen problematisch, weil wir so wenig essen. Und, ich hätte vielleicht nicht aufmachen sollen. Okay. Aber wisst ihr was, wir schicken einfach gleich Dolores raus. Starten eine Expedition. Ja, die können unsere Karte kurz angucken. Mal sehen, was wir von denen bekommen. Essen oder trinken wahrscheinlich. Nicht? Die Axt. Wir haben eine Axt bekommen von denen. Das ist super. Axt ist schön. Axt ist sehr schön. Wir schicken Dolores mit der Gasmaske raus. Wir haben leider keine Mary Jane. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob sich auch wer anders mutieren kann. Todeshase zu verstecken, hörst? Todeshase. Okay. Was auch immer ein Todeshase ist. Aber okay. Soll ich jetzt das Spielen? Oh. Ne, das Medikit saven wir. Das Radio lassen wir mal. Ja, das Medikit saven wir, weil das ist wichtiger. Das ist definitiv wichtiger. Das müssen wir noch einsetzen. Das Radio ist jetzt kaputt. Kann ich mit leben? Nee, machen wir nicht. Ich hoffe, Dolores bringt die Waffe mit. Dann konzentrieren wir uns jetzt als nächstes erstmal auf das Achievement. Weil die Sachen haben wir gerade dafür. Es fehlt uns halt wirklich nur die Waffe. Nur die Waffe fehlt uns. Trinke ich zu viel Kaffee? Ich weiß es nicht. Ich finde ja nicht. Ja, wir können kein Radio hören, leider. Ich warte immer noch auf Dolores. Komm zurück. Alter, wenn die jetzt draußen verreckt ist, ne? Holen wir. Die geben uns Essen und Trinken hoffentlich. Dolores ist auch wieder da. Wir haben... Oh! Sau viel Essen. Sie hat dieses Buch mitgebracht, okay. Ja, Dolores, krieg kurz was zu essen. Wir haben kaum noch... Oh, wir haben kaum noch Trinken. Tieraugen in der Dunkelheit nutzen wir, die Gelegenheit. Wir bräuchten halt Wasser. Wir müssen warten, dass Dolores oder Timmy wieder auf eine Expedition gehen können. Ted will ich nicht ohne Gasmaske rausschicken. Die anderen können wir gerne rausschicken, ist okay. Brauchen echt nur noch das Gewehr. Nur noch das Gewehr. Dann können wir das Achievement rein theoretisch bekommen. Ja, wir benutzen das Buch gegen die Kakerlaken. Bringt halt eigentlich nichts, glaube ich, aber egal. Tag 15. Es bekommen alle Essen und Trinken. Okay. Funktioniert ja eigentlich ganz gut, ne? Heute Morgen haben wir fast einen Herzinfarkt bekommen. Nach dem Aufwachen sahen wir eine seltsame Kreatur, die an eine ägyptische Mumie erinnert. Von Kopf bis Fuß mit Binden umwickelt, ganz ruhig da sitzen und uns mit durchdringenden Augen anstierend. Dieses dreckige und anscheinend furchteinflößende Wesen entpuppte sich als unser Sohn, der wohl in seinem Wahnsinn dachte, er sei ein uralter Pharao. Okay, wir haben das Medikit verloren, was? Wir reparieren die Gasmaske. Das ist schön. Warum denn unser Medikit? Genau das, was wir brauchen, Alter. Ist das dein Ernst? Hättest du nicht die Axt irgendwie schrotten können oder so? Wir können Ted rausschicken. Das machen wir jetzt auch. Wenn krank werden, tut er nicht. Timmy! Nein, er ist zu verrückt. Timmy ist verrückt, das können wir nicht machen. Der wird definitiv nicht wiederkommen und das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht. Ich glaube, meine Mama hat mich gerade gerufen, dass es Essen gibt. Hä? Ja. Ja, sie hat gerufen, dass es Essen gibt. Ja. Hundi ist wieder zurück, Pancake. Aber ich würde sagen, ich muss das Video hier einmal kurz pausieren. An Tag 20, ist doch perfekt, ne? Ich lasse das Spiel so weiterlaufen, mache jetzt kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich essen war. Bis gleich. So, Leute. Ich bin wieder da. Und ich musste mich gerade kurz zurechtrücken, ja. So, wir waren bei Tag 20. Wir haben eine Suppe verloren, weil wir Pancake gefüttert haben. Stimmt. Und es klopft an der Tür. Ja, was? Waren wir argwöhnisch und vorsichtig. Nach einem kurzen Gespräch war doch jedoch klar, dass es eine Gruppe alter Frauen war, die ganz in der Nähe Tee getrunken hatten, als die Bomben fielen. Wir halten es für gute Sitte, von Angesicht zu Angesicht mit ihnen zu sprechen. Als wir die Tür öffneten, griffen uns die alten Schachtel mit ihren Regenschirmen und Gehstöcken und etwas an, das wie ein nagelbewehrtes Tischbein aussah. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Wir konnten uns aber verteidigen. Haben die Axt jetzt aber leider nicht mehr, okay. Wir haben Entsorgung rausgerissen. Da fanden wir eine geheime Tür. Ja. Angucken. Das Achievement können wir immer noch holen. Oder versuchen zu holen. Wir haben... Was haben wir denn bekommen? Eine Waffe. Schön. Gewehr und ein neues... Nee, nicht neu. Die hatten wir vorher schon. Ha. Wir brauchen aber Wasser. Deswegen schicken wir Dolores raus. Wir öffnen diesen Lederkoffer nicht. Und wir brauchen neues Medikit. Das wäre recht schnucklig eigentlich. Medikit wäre super. Ja, Wasser für Timmy. Das könnten wir ihm halt geben, aber erst in ein paar Tagen. Und zwar genau in 2 Tagen. So, Tag 24. Dün, 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 dün. Ich hoffe, Dolores bringt ein Medikit mit. Das wäre richtig gewesen. Was? Warum ist Ted denn krank geworden? Zu wenig Essen. Oh nein. Essen macht Leute ja krank. Wenn sie nichts essen. Oh nein. Wir gehen mit Pancake mit der Karte mit. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ich habe eine Nachricht bekommen oder so? Schon wieder. Oh, ich kriege so viele Nachrichten heute. Das ist unglaublich. Also Benachrichtigungen. Kaum ist Ted krank, muss ich niesen, oder wie? Oh. Heilige Kacke. Dolores ist wieder da und sie hat ein Schloss mitgebracht, wie es aussieht. 2x Essen. Oh, wir haben immer noch kein Essen. Oh, wir haben Wasser, meine ich. So, bevor Dolores krank wird, kriegt sie jetzt auch was zu essen. Wir können Timmy nicht rausschicken. Das ist gerade das Problem. Wir können Timmy nicht rausschicken. Er ist verrückt. Er würde nicht wiederkommen. Obwohl, ich glaube, wir schicken ihn raus, aber ohne Gasmaske. Ja, machen wir. Wasser. Ja, geil. Wir tauschen das für eine Flasche Wasser. Wir können auch das für 4 tauschen, aber ich brauche die Waffe. Eine Flasche reicht erstmal. Das Spielbett brauchen wir eh nicht. Ted könnte rausgehen. Er ist eh schon krank. Nee, die Angst ist zu groß, dass er nicht wiederkommt. Das wäre nicht so gut. Schicken Timmy raus. Einfach so. Ohne irgendwas. Wenn er krank wird, ist es okay. Ja, nee, es ist okay. So, das beides. Ah, ich weiß. Ich hoffe, Ted überlebt, bis Timmy wieder da ist. Aber falls Ted nicht überleben sollte, haben wir noch Dolores. Die ist ja noch ein Erwachsene. Also von daher. So. Ja, von daher könnte das eigentlich klappen. Wir haben kein Medikit für dich, Pancake. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Scheiße. Oh, Timmy, bitte komm zurück. Bitte komm zurück, Timmy, ey. Ja. Nein.
Dolores ist wieder fit, sie könnte wieder rausgehen. Aber das machen wir nicht. Denn wenn Ted in der Zeit stirbt, wäre es nicht so gut. Würde ich jetzt mal meinen. Ich glaube, Timmy kommt nicht zurück. Timmy ist ein Geheimagent, Schleichner. Ja gut. Er wird nicht zurückkommen, denken wir. Was? Wir hatten gedacht, Telefongespräche würden in der Vergangenheit. Achso. Ja, komm. Gönn dir, Dolores. Die Zwillinge sind wieder on the way, ne? Falle. Ah, nein. Scheiße. Ted, hol mal Vorräte. Bisschen Wasser wäre nett. Ted kommt nicht wieder. Shit. Ich weiß gar nicht, wie war das nochmal, wenn wir Leute rausschicken? Ohne, dass wir jetzt irgendwie jemand noch im Bunker haben. Ist der Bunker dann weg? Auf ewig? Ich weiß es nicht. Es wäre nämlich eigentlich ganz gut. Wir brauchen nämlich Wasser. Ohne Wasser können wir nicht überleben. Dolores ist noch kränker geworden, wie es aussieht. Kranker? Kränker? Ich weiß es nicht, wie das heißt. Ich bin der Meinung, es heißt kränker, aber manche haben immer mich dann angemotzt, dass es kranker heißt. Boah, ich bin der Meinung, es heißt kränker. Klingt halt viel logischer, finde ich. Kränker. Kranker hört sich halt total kacke an. Nein. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Sie ist krank. Dolores ist erkrankt. Echt. Och, wie? Dolores ist erkrankt? Erkrankt? Echt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ach nee, mitbekommen. Ja, wir gehen hin. Wir haben kein Wasser bekommen, wir haben Essen bekommen wahrscheinlich, oder? Nein. Haben wir nicht, wir haben gar nichts bekommen. Schade. Wir bräuchten, komm bitte, irgendein Event mit einem Medikit, bitte. Bitte. Ich tausche alles dagegen ein, ich will gerade nur noch überleben. Radio, wir können nicht Radio hören, unser Radio ist kaputt. Mann. Müssen nicht in Lage, Vorräte gehen zu. Nein, der Nachbarin Bunker, der hat dessen Falltür kaputt ist. Ja, wir gucken nach. Bitte, Wasser. Kein Wasser. Wir haben so viel Essen. So viel, aber wir haben halt kein Wasser. Und Dolores ist bald weg, weil wegen... krank. Munition interessiert, ja. Wir haben Munition. Ja, scheiße. Wir hatten ein neues Radio von ihm bekommen. Oh Mann. Aber okay. Ja, es war klar irgendwie. Es war irgendwie klar. Nur Fehler. Komplette Fehler haben wir hier gemacht. Komplette Fehler. Naja, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hätten Timmy, glaube ich, nicht reinlassen dürfen. Weil er wurde verrückt. Oder war verrückt und hat dadurch unser Medikit aufgebraucht. Ah, Mann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.